Hallo liebe Zuschauer, heute haben wir den Toshiba 4K UHD 50UL 4B 63DG. Den will ich mal gleich aufbauen und mal ein bisschen testen, probieren. Der hat ja hier eigentlich eine ganze Menge an Extras. Alles, was das Smart Herz begehrt. So, mit dabei im Karton war natürlich eine Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen, dann die Abdeckung, ein Rückwand, Kabelhalterung Fernbedienung und die beiden Füße, die schraube ich gleich mal rein. Dann gucken wir uns mal an, was da für Anschlüsse hat. Netzwerk, dreimal HDMI, einmal ein Satellitenanschluss, VGA, optisch, der normale Antennenanschluss mit DVB-T2 und Kabelfernsehen. Dann die Change-Anschlüsse. An der Seite hat er nochmal einen Kopfhöreranschluss. Dann noch ein HDMI, zweimal USB und diesen CI Plus Kartenslot. So, jetzt haben wir das Gerät mal eingeschaltet und werden mal die Sender einstellen bzw. einen Suchlauf starten. Ich habe hier eine DVB-T-Antenne dran. So, dann können wir mit den Pfeiltasten in dem Fall hier auf Deutsch nach links. Dann mit der OK-Taste bestätigen. Deutschland ist klar. Zu Hause ja. Akzeptiere alle. Wie gesagt, ich mache das, aber ihr könnt euch noch überlegen, ob ihr Internet mit benutzen wollt. Hier gebt ihr jetzt ein, ob ihr den komplett deaktiviert, ein Netzwerkkabel dran habt oder ein WLAN. Ich habe hier WLAN. Gehe auf Weiter. So, hier wird das Passwort eingegeben, entweder über die Tastatur oder man kann auch mit den Pfeiltasten diese virtuelle Tastatur benutzen. Ich bin dann gleich wieder da, wenn ich mich mit dem Internet verbunden habe. So, jetzt sind wir mit dem Internet verbunden. Ich habe hier natürlich Antenne digital. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die verschlüsselten Kanäle suchen wollt oder nicht. Bevorzugter Empfang ist Antenne digital. Ihr könnt es auch hier. Könnt auch sagen, ich habe alle drei oder vier, wie auch immer. Dann sucht er nach allen. So, verschlüsselte Kanäle mache ich auf aus. Brauche ich nicht. Wie gesagt, Antenne digital habe ich hier, also über eine Antenne DVB-T2. Wenn ihr Kabel habt, müsst ihr natürlich auf Kabel digital gehen und Antenne digital weg. So, dann gehe ich mal auf Weiter. Noch eins runter, immer wieder mit den Pfeiltasten hoch und runter, dann auf OK. So, automatischer Sendersuchlauf, Antenne digital. Ihr müsst auf jeden Fall die Fernbedienung immer hier zum Licht halten, zu dem LED-Empfangsteil. Wenn ihr nach links haltet, ist das Problem, der reagiert sehr oft nicht. Also ihr müsst schon wirklich genau nach rechts in die Richtung halten. Ist ein bisschen schwach von Toshiba. Ja, das Problem gab es früher bei den Fernsehern, aber inzwischen hätte man das mal langsam lösen können. Ansonsten reagiert der sehr schnell. Ich bin gleich wieder da, wenn der zu Ende gesucht hat. Stark in der
Defensive, drei Stürmertore gegen Maccabi. Mit dem Suchlauf ging es relativ schnell. Eine Minute hat es insgesamt gedauert. Der hat alles gefunden. Man kann jetzt die Sender natürlich auch bearbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt auf den dritten Programmplatz RBB haben möchte, gehe ich mit den Pfeiltasten runter. Auf den gewünschten Programmplatz RBB Berlin. Ja, beziehungsweise einmal mit den Pfeiltasten nach rechts auf Bearbeiten, dann auf OK, dann auch runter auf Verschieben, dann wieder auf OK, dann einfach nach. Ja, das dauert ein bisschen. Verschieben. Und dann gibt man einen neuen Programmplatz ein. In dem Fall die 3. Ja, und dann seht ihr, hier ist auch die 3 eingegeben worden. Drücke dann auf die OK-Taste auf der Fernbedienung. Kanal existiert bereits, verschieben. Ist oben die Info? Ja, mit der OK-Taste. Und dann seht ihr, ich habe den RBB auf der 3. So kann man die Sender verschieben. Also erstmal ganz oben in dieser Leiste da oben. Ja, mit den Pfeiltasten nach links oder nach rechts ansehen, bearbeiten nach rechts. Also erstmal auf Bearbeiten, dann auf OK und dann ist man in dem Menü drin. Dann kann man die Sender verschieben, wieder mit OK. Dann Programmplatz eingeben und dann nochmal auf OK. So, zurück, zurück. Über diese Home-Taste kommt ihr ins Menü. Ja, hier ist die Startseite mit den ganzen Apps. Dann könnt ihr ganz links nochmal runtergehen auf TV-Einstellungen, ja, auf Suche, Programmführer, Kanäle, Kanaleinstellungen, Favoritenliste erstellen. Timer-Möglichkeiten gibt es hier, das heißt, man kann hier sagen, der soll dann und dann aufnehmen, täglich, wöchentlich. Ja, hier könnt ihr euch die Aufnahmen ansehen. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr eine Festplatte habt. So, dann gibt es hier noch Einstellungen vom Bild, Toneinstellungen. Netzwerkeinstellungen, die komplette Installation nochmal wiederholen, allgemeine Einstellungen, der ist immer eingestellt auf automatische TV-Abschaltung auf 4 Stunden, man kann den natürlich auch ausschalten, Untertitel und so weiter und so fort. Dann gibt es die Bedienungsanleitung komplett nochmal digital, dann kann man hier die Apps nochmal zurücksetzen. So, dann gibt es die Anwendung, die Quellen. Ja, also man kann auch Audio-Video-Sharing machen über Handy. Kann man hier nochmal sagen, Antenne, digital und so weiter und so fort. Ja, dann gucken wir uns am besten mal noch das Bild an. Über YouTube, vielleicht ein 4K-Video. So. Ach, da oben 4K Videos Ultra HD. Dann nehmen wir mal Bali, Indonesien. Ich bin einfach immer vergesslicher geworden. Mal war es der Schlüssel, den ich vergessen habe. So, das ist noch kein 4K. Mein Internet ist hier relativ langsam. So, jetzt haben wir
Wir gehen mal nochmal mit der Home-Taste auf die Anwendungen und gehen mal hier auf den App Store. Okay. Ja, und dann könnt ihr hier nochmal gucken. Hier sind beliebte Apps schon mal voreingestellt. Ich gehe mal auf Euronews, drücke mal auf OK. Dann kann ich die Sprache nochmal auswählen. Drücke auf Play. Ich muss erstmal eine Sendung auswählen. Brexit, ja, aber. Und dann geht es auch so zurück. Wie gesagt, es gibt einige Apps, die freigestellt sind. Oben könnt ihr aussuchen. Hier ist nochmal die Fernbedienung. Hier könnt ihr die Quellen aussuchen: HDMI 1, 2, 3, USB. Und so weiter, aus einschalten, hier ist die Stummtaste, Lautstärke weg, nochmal drücken, Lautstärke wieder da, die Zahlentastaturen, hier könnt ihr die Sprache ändern, hier ist nochmal Videotext, Programm plus, Programm minus, laut, leise, Home-Taste, hier habt ihr eine Infotaste, hier habt ihr eine elektronische Zeitschrift praktisch, auf welchem Programmplatz was läuft. Die OK-Taste, die Pfeiltasten, die Zurücktaste, Exit. Diese Tasten sind im Menü nochmal beschrieben, wofür die sind. Dann habt ihr hier direkt eine Amazon Prime-Taste, Netflix, YouTube. Und das wäre, wenn ihr zum Beispiel einen DVD-Player von Toshiba hättet, könntet ihr den auch hier über die Tasten bedienen. Ja, das wär's von mir heute. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei. Bis dann, tschüss.